die Krebstherapie verändert sich immer, weil es immer neue Studien gibt und bin da dankbar für. Meine Gesundheitsdaten stelle ich deswegen gerne zur Verfügung, damit späteren Patienten durch die Forschung besser geholfen werden kann. Bei vielen Erkrankungen, insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann man in großen Datenmengen Muster erkennen. Und wenn man Daten anderer Krankenhäuser zur Verfügung stellt, mit vielen Patienten, dann kann man auch Risikopatienten identifizieren. Wenn wir jetzt das Beispiel einer seltenen Erkrankung haben, einer seltenen Tumorerkrankung, haben wir nicht viel Daten von einem Patienten. Aber durch die Medizininformatik-Initiative sind wir in der Lage, über die anderen Universitätskliniken diese Daten zu tauschen und davon zu lernen. Also ich habe vor 3 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen und zwar eher ein Zufallsbefund. Es wurde dann eine Biopsie gemacht und mehrere Voruntersuchungen. Daraufhin habe ich dann 6-monatige Chemotherapie stattfinden lassen und danach eine große Operation, wo das gesamte Gewebe dann entfernt wurde. Ich bin noch immer in der Nachsorge, aber mir geht es eigentlich richtig gut. Die Patienten, die zu uns ins molekulare Tumorboard kommen, haben in der Regel schon ihre Leitlinientherapien gehabt und kommen nun, weil wir nicht wissen, wie sie weiter behandeln können. Wir suchen neue Therapieoptionen. Gleichzeitig kommen auch Patienten, die seltene Tumorerkrankungen haben, über die wir noch gar nicht viel wissen. Und da ist es wichtig, dass wir mit aufwendiger Diagnostik hinsichtlich der Datenverarbeitung den Patienten und vor allem den Klinikern Unterstützung geben, eine Therapieempfehlung zu geben. Wie viele andere leide ich an Herzinsuffizienz, bin 76 Jahre alt und hatte einen Hinterwandherzinfarkt. Hab das dann alles überlebt, anschließend Reha. Aber die einzige Begleiterscheinung, die ich noch hatte, war, ich wurde 2-3 Mal im Monat bewusstlos. Seitdem ich den 2-Kammer-Schrittmacher hatte, da hat sich mein Zustand total verbessert. In der Kardiologie, wir geben Herzinsuffizienzpatienten mobilen Alltagsgeräte. Wir nennen die Wearables, das sind ein Smartphone und ein digitales Uhr, sodass wir auch die Aktivität vom Patienten zu Hause erfassen können. Patienten mit Herzinsuffizienz bekommen regelmäßige Verlaufskontrollen beim Kardiologen. Wir nutzen die Informatik, um die Daten so aufzubereiten, damit die Kliniker in der Medizin diese schlussendlich einfach nutzen können. Das ist wichtig für den individuellen Patienten, aber auch für die ganzen Patienten und schlussendlich für die Versorgungsforschung. Ich möchte auch junge Patienten ermutigen, zu sagen, die medizinische Forschung wird immer weiterentwickelt. Und da hoffe ich, dass dadurch die Lebenserwartung besser werden und auch die Chemotherapie vielleicht auch angenehmer mit den Nebenwirkungen. Und gerade für junge Patienten möchte ich mich da stark machen. Medikamentös bin ich im Moment sehr gut eingestellt und hoffe, dass die Forschung meinen Kindern und Enkelkindern dann besser helfen kann, wenn ich meine Daten zur Verfügung stelle.